Hallo und herzlich willkommen zu Let's Go Bricks. Scheinbar sind die ersten Bilder der neuen Minifiguren-Serie 25 herausgekommen und zwar 12 Minifiguren zum Sammeln. Das Ganze wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, ob die Bilder echt sind. Also ich denke mal schon, dass das hier die neue Minifiguren-Serie sein wird, die Lego jetzt dann demnächst bzw. Ende des Jahres, dann Anfang nächsten Jahres herausbringt. Da richtig coole Minifiguren mit dabei hier. Dieser Fledermausritter, ich finde es natürlich absolut genial für die Ritter- und Fantasy-Welt, der hier groß auf meinem Kanal entstehen soll, ist das natürlich ein Geschenk. Schade, dass man die Minifiguren wahrscheinlich nicht mehr tasten kann, also die werden auch wie die Marvel-Figuren, werden sie in einer Papierverpackung erscheinen und ja, finde ich alles in allem etwas schade, weil ja, da bekommt man dann einfach doppelte Figuren, beziehungsweise kann dann nicht mehr die Figuren heraustasten, die man jetzt speziell haben möchte und ja, finde ich persönlich nicht gut. Nichtsdestotrotz, die Minifiguren sind richtig cool und jetzt geht's weiter mit den nächsten vier. Weiter geht's, denke ich mal, mit einem absoluten Highlight hier in dieser Serie und zwar ein Ziegenhirte mit einer Ziege mit dabei. Ich darf daran erinnern, dass die bisherige Ziege von Lego ungefähr bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis bei 60 € liegt. Wenn jetzt hier nochmal so eine Ziege erscheinen kann, dann kann es sein, dass der Preis dieser alten Ziege sozusagen etwas sinkt. Aber auf jeden Fall denke ich mal, dass hier dieser Ziegenhirte hier das absolute Highlight der Minifiguren-Serie sein wird. Mein persönlicher Favorit, den finde ich sogar noch besser als hier den Fledermausritter, was ich euch gerade vorgestellt habe. Dann vielleicht ein Spoiler, und zwar hier haben wir einen Pilzkopf mit dabei und das könnte vielleicht für die neuen Super Mario Figuren sprechen, die ja vielleicht herauskommen. Wir wissen es alle nicht, also wäre auf jeden Fall wünschenswert, werden sich glaube ich ganz viele Leute wünschen. Der interaktive Lego Super Mario Charakter ist ja nicht ganz so beliebt, aber Minifiguren sind allgemein bei Lego natürlich beliebt und so ein beliebter Spielecharakter wie Super Mario wäre definitiv ein Highlight. Die anderen beiden Figuren finde ich definitiv cool, aber ja, nicht im Vergleich zu jetzt hier auf dieser Seite diese beiden Figuren, und wo ich ganz klar sagen muss, dass hier der Ziegenhirt der absolute Favorit ist. Also als ich die Minifigur inklusive Ziege gesehen habe, dann ja, musste ich eigentlich sofort haben oder will ich sofort haben. Das kommt in meinen Ritter- und Fantasy-Mod mit rein. Das wird da mitverarbeitet. Da gibt es eine kleine Ziegenherde, was auch immer. Also richtig coole Figur. Ich freue mich, wenn es denn tatsächlich so ist, dass das hier die neuen Minifiguren sind. Dann geht's weiter mit den restlichen Figuren. Vielleicht keine unbedingten Highlights mehr dabei, aber hier diese Minifigur finde ich persönlich sehr interessant. Eine Harpie hat eine sehr schöne Bedruckung, interessante Beine, soweit ich das jetzt hier auf diesem Bild erkennen kann. Dann ein Junge im Zugkostüm. Hier, das dürfte eigentlich auch mal ein Ritter sein, sieht man jetzt hier wirklich ganz, ganz schlecht auf diesem Bild. Was das also, ein Schwert hat er auf jeden Fall hier in der Hand, und die Torso- und Beinbedruckung kann ich jetzt hier leider nicht erkennen. Hier gibt's nochmal eine Hundefriseurin. Finde ich auch eine richtig coole Minifigur. Da dürfte nicht die Minifigur als solches interessant sein, sondern natürlich der Hundecharakter, die Hundefigur mit dabei. Minifiguren in den Minifiguren-Sammelserien, wo Tiere mit dabei sind, steigen normalerweise auch sehr gut an Wert. Also für mich sind hier definitiv ein paar Highlights dabei. Jetzt gibt es nochmal ganz kurz die Übersicht. So, jetzt nochmal ganz kurz die Übersicht über die Minifiguren. Also für mich das absolute Highlight hier nochmal diese Minifigur. Einmal hier die Nummer 5. Die Nummer 3 finde ich persönlich wirklich sehr interessant. 9 und die 11 finde ich auch wirklich cool. Hier der Pilzkopf von Lego Super Mario. Ja, bin ich auch wirklich großer Fan davon. Die Dino-Frau gefällt mir noch. Also eigentlich gefallen mir alle Minifiguren wirklich gut. Preis-Leistungsverhältnis, wenn wir mal davon sprechen können, oder beziehungsweise welche Minifiguren am stärksten am Preis steigen, wird wahrscheinlich hier schon die Nummer 5 sein, die Nummer 3. Und ja, alle anderen Figuren, denke ich mal, etwas abgeschlagen. Wenn das hier vielleicht noch eine Ritterfigur ist, also dann finde ich die natürlich auch cool. Und ja, das werden, denke ich mal, hier noch ja, die Nummer 11 als auch die Nummer 9 werden, denke ich mal, die preislichen Highlights sein. Bei dem Pilzkopf könnte ich mir das auch nochmal vorstellen. Das kann man vielleicht nochmal in eine Landschaft integrieren. Also den Pilz natürlich. Und ja, alle anderen Figuren muss man einfach schauen, wie das Ganze dann aussieht. Hier sieht es auch vielleicht nochmal so aus wie ein Rittertorso mit dabei.
dabei. Also die Figur kann ich jetzt hier nicht wirklich gut erkennen. Soll vielleicht eine Gamerfrau sein. Keine Ahnung, was es genau darstellen soll. Also wird man bestimmt noch genauere Bilder sehen. Da werde ich euch hier auf dem Kanal auf dem Laufenden halten. Ich habe jetzt das Bild hier gesehen, muss es euch gleich irgendwie zeigen. Ich bin da auch eher irgendwie gehypt auf die neuen Minifiguren, weil ich es auch nicht erwarten kann, ja, dass man da wieder neue Minifiguren von den Sammelserien hat. Bin ich wirklich großer Fan davon. Macht Lego wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit. Wie gesagt, ich habe es euch jetzt hier gezeigt. Ich weiß nicht zu 100%, ob es jetzt hier die neue Minifiguren-Serie sein wird. Aber wie gesagt, ich gehe einfach mal stark davon aus. Weitere Infos folgen hier auf meinem Kanal. Für dieses Video sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!